Ist es schwierig, in Thailand einen Job zu finden? Das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt. Und heute, in diesem Video, geht es genau um diese Frage. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Myland Thailand. Und wie schon erwähnt, in diesem Video werde ich über die Jobsuche in Thailand sprechen. Und zwar gibt es zwei Typen von Menschen, die hier in Thailand leben oder leben möchten. Die einen, das sind die, die bereits im Rentenalter sind oder genügend Geld auf der hohen Kante haben, um hier in Thailand ein gemütliches, wohlverdientes Leben zu führen, ohne sich noch beruflich betätigen zu müssen. Und dann gibt's noch diejenigen, wie ich zum Beispiel, die noch weit, weit weg vom Rentenalter sind, beziehungsweise von einer Rente, und die noch einer Arbeit nachgehen müssen. Wie man immer wieder hört, ist es sehr, sehr schwierig in Thailand eine Arbeit zu finden. Das stimmt so. Es war bis anhin sehr, sehr schwierig für Ausländer in Thailand zu arbeiten, weil es in Thailand eine sogenannte verbotene Liste gibt, also eine Liste, wo sämtliche Berufe aufgeführt sind, welche nicht durch Ausländer ausgeführt werden dürfen. Kommen wir aber gleich zu einer guten Nachricht. Mitte 2018, also letztes Jahr, hat die thailändische Regierung diese Liste angepasst und 11 weitere Berufe freigegeben für Ausländer. Das heißt, neuerdings sind 11 weitere Berufe offen für Ausländer, die gerne in Thailand arbeiten möchten. Man muss sagen, auf der Liste waren bis anhin alle handwerklichen Berufe. Also es war bis Mitte 2018 praktisch nicht möglich, nur mit einer Ausnahmebewilligung war es möglich, einen der Berufe von der verbotenen Liste hier in Thailand auszuüben. Ich habe unten in der Videobeschreibung sämtliche Berufe aufgelistet, welche nach wie vor verboten sind, und auch die Ausnahmen, also die Berufe, die jetzt auch ein Ausländer ausüben kann. Also ich fahre noch weiter mit ein paar gewissen Einzelheiten zum Arbeiten in Thailand, welche ich finde, dass ihr das wissen solltet, bevor ihr euch für eine Arbeit in Thailand entscheidet. Und dann gegen Ende des Videos werde ich noch meine persönliche Meinung sagen, was ich davon halte, hier in Thailand zu arbeiten. Also nochmals zur Frage zurück, ist es schwierig in Thailand einen Job zu finden? Da muss man sagen, es ist nach wie vor ziemlich schwierig, weil die Konkurrenz sehr groß ist. Aber es gibt reichlich Jobportale, wo man Stellen suchen kann. Auch die verschiedensten oder die bekanntesten Jobportale sind unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Dort könnt ihr nach Jobs suchen, die euch gefallen. Natürlich gibt es auch noch das andere, also nicht nur die Büros oder die Plattformen, wo ihr Jobs suchen könnt, sondern es gibt auch die Plattformen, wo die Jobvermittler sind. Also das heißt, ihr könnt eure Bewerbungsunterlagen bei einer Jobagentur einreichen und die werden dann für euch eine Stelle suchen. Ist natürlich so, dass die dann eine Provision kriegen, entweder von euch oder wenn die euch sagen, dass das für euch gratis ist, dann kriegen sie sicher eine saftige Provision vom Arbeitgeber. Das ist eine Variante, die sich empfehlen lässt, wenn ihr jetzt selber keinen Erfolg habt mit der Jobsuche, dann könntet ihr natürlich euer Dossier einer sogenannten Jobvermittlung oder zu einer Firma geben, die für euch dann eine Stelle sucht. Welche Sprache muss man sprechen, um einen Job zu kriegen? Also es ist so, man muss weder Thailändisch noch Englisch sprechen, um hier eine Stelle zu kriegen. Also es gibt tatsächlich Stellen, die man mit der deutschen Sprache besetzen kann. Also wie zum Beispiel Deutschlehrer oder auch Callcenter oder auch internationale Firmen, die hier einen Sitz haben, die nach deutschem Personal suchen. Aber um ganz ehrlich zu sein, das ist sehr, sehr schwierig, weil diese Stellen sind sehr begehrt und auch begrenzt. Daher ist die Konkurrenz sehr, sehr groß. Wenn man Englisch spricht, hat man natürlich eine sehr viel höhere Chance, etwas zu kriegen. Bis anhin war immer der Englischlehrer einer der begehrtesten
stellen hier in Thailand. Nach wie vor kriegt man als Englischlehrer gut bezahlte Jobs hier, nur es ist immer mehr der Fall, dass die Schulen die Leute bevorzugen, die Muttersprache Englisch haben. Also auch wenn du jetzt aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich kommst und sehr, sehr gut Englisch sprichst, denke ich, ist die Chance nach wie vor sehr hoch, dass du hier als Englischlehrer arbeiten kannst. Kann aber auch gut sein, dass du bei den meisten Schulen abgelehnt wirst, da du einen Pass von den Nationen haben musst, die hier anerkannt sind, wie zum Beispiel USA, England, Australien, Neuseeland etc. Also die Leute, die Muttersprache Englisch haben. Dann selbstverständlich natürlich auch die thailändische Sprache, wenn du in der Lage bist, Thailändisch zu sprechen. Es muss nicht mal fließend sein. Dann hast du natürlich auch sehr gute Chancen, hier eine Stelle zu finden. Was für einen Abschluss braucht man, um in Thailand eine Stelle zu finden? Man braucht keinen Universitätsabschluss, das ist schon mal klar. Also man kann hier nach wie vor mit einer normalen Schulbildung kann man hier eine Stelle kriegen. Und die meisten Stellen, die sind auch auf diesem Level ausgeschrieben. Also du brauchst keinen Uni-Abschluss, um hier arbeiten zu können. Wenn du natürlich einen hast, dann ist das sicher sehr gut. Aber wenn nicht, dann auch absolut kein Problem. Dann kommen wir zum Gehalt. Und das ist eins der größten Probleme für Arbeitssuchende hier in Thailand. Gemäß der thailändischen Regierung oder beziehungsweise dem thailändischen Gesetz gilt der Mindestlohn sowohl für Thailänder als auch für Ausländer. Und der Mindestlohn ist aktuell 300 Baht. Könnte sein, dass der in den kommenden Jahren angehoben wird auf 400 Baht. Aber im Moment, wie gesagt, 300 Baht pro Tag. Und das ist sehr, sehr wenig. Also ich habe jetzt gar keinen Calculator da, aber jetzt mal so über den Daumen gerechnet, das sind vielleicht etwa 7 Euro, kann das sein? Ja, so plus minus 7, 8 Euro pro Tag Gehalt. Und da muss man natürlich sagen, dass genau das eines der Probleme sein kann, mit dem du konfrontiert bist. Nehmen wir jetzt mal an, du findest wirklich einen Job. Und in den meisten Fällen sind natürlich die Jobs, wo die Ausländer bevorzugt werden, auch viel, viel besser bezahlt. Das ist klar. Denn ich denke nicht, dass irgendein Ausländer hier für 300 Baht pro Tag arbeitet. Das wären dann um die 9000 Baht pro Monat, was sehr, sehr wenig ist. Also mit 9000 Baht pro Monat kann man hier in Thailand als Ausländer nicht leben. Da man ja auch die ganzen Gebühren zahlen muss für die Arbeitsbewilligung, das Visa, Lebensunterhaltskosten etc. Also es ist sozusagen unmöglich. Und es gibt natürlich auch Jobs, die besser bezahlt sind, wie zum Beispiel der Englischlehrer. Da spricht man von einem Gehalt zwischen 20.000 bis 35.000 Baht pro Monat. Was in Ordnung ist, weil in den meisten Fällen die Unterkunft bezahlt wird bzw. zur Verfügung gestellt wird. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Tauchlehrer, was eine sehr harte und anspruchsvolle Tätigkeit ist, wo man aber auch viel investieren muss, um überhaupt Tauchlehrer zu werden. Auch in diesem Bereich kann man zwischen 20 bis 35.000, je nachdem, auch ein bisschen mehr verdienen. Ist aber auch sehr, sehr hart, auch dort eine gute Stelle zu bekommen, und da gibt es halt auch sehr viele Freelancer. Dann die besten, aus meiner Sicht, die besten Gehälter für Leute, die nicht von einer Firma gesendet werden, sind im Bereich Management. Zum Beispiel größere Hotelketten, dort gibt es teilweise sehr gute Stellen mit Gehältern zwischen 50 bis 100.000 Baht. Und das sind eigentlich auch die Stellen, auf die ich mich konzentrieren würde, wenn ich hier in Thailand nach einer Stelle suche. Abgesehen natürlich auch vom Lehrer. Der Deutsch- oder Englischlehrer ist auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr bevorzugte Stelle. Okay, so das war mal so in etwa Grundsätzliches, was man wissen sollte über die Arbeitssuche in Thailand. Und vergesst nicht, eben wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind die ganzen Links zu den Stellenvermittlungsbüros. Schaut euch das mal an und vielleicht findet ihr ja was.
Und jetzt komme ich noch zu meiner persönlichen Meinung, was ich davon halte, in Thailand zu arbeiten. Und das könnte jetzt für den einen oder anderen, der sich größere Hoffnung macht, vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, die Hoffnung verderben. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass Thailand auch von der Regierung her jahrelang immer wollte, dass die Leute mit Geld kommen und hier das Geld ausgeben und nachher wieder zurückgehen. Darum hat man auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Rentner sehr, sehr viele oder in den meisten Fällen bevorzugt wurden oder auch sehr, sehr gerne gesehen wurden. Weil die kommen natürlich, verbringen hier ihren Lebensabend und lassen hier auch sehr, sehr viel Geld liegen. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, zu Hause etwas anzusparen, genügend Geld auf die Seite zu legen, um in Thailand mehr oder weniger das Leben zu genießen, das ist das mit absolut die beste Variante. Also hier in Thailand eine Stelle zu finden, ist, wie schon am Anfang erwähnt, relativ schwierig. Und wenn du eine findest, dann sind die Gehälter auch wirklich sehr, sehr tief. Also es ist meistens ein Kampf, um auch hier gut über die Runden zu kommen. Ich sage jetzt nicht, das ist nicht möglich. Ich habe auch so angefangen. Ich bin auch nach Thailand gekommen vor mehr als 6 Jahren und habe mit einer normalen Stelle im Bereich Tauchen habe ich gutes Geld verdient und so auch meinen Lebensunterhalt hier finanziert. Aber das ist natürlich auch eine Stelle, die machst du nicht über längere Zeit, weil sie sehr anspruchsvoll ist und auch an die Gesundheit geht, wenn du die ganze Zeit am Tauchen bist. Und was ich natürlich eine optimale Lösung finde, wenn du diese Chance hast, ist natürlich ein sogenannter Internetnomade zu werden oder zu sein. Vielleicht arbeitest du zu Hause ja schon im Bereich IT, also im Internetbereich, oder hast schon irgendwie ein Online-Business. Und wenn das der Fall ist, also wenn du dein Geld über das Internet verdienst, dann ist das mit Abstand aus meiner Sicht die beste Möglichkeit hier in Thailand ein gutes und freies Leben zu haben. Weil wenn du ein Einkommen hast, dann kannst du dich frei in Thailand bewegen. Du kannst überall hin, du kannst auch, wenn du später mal Probleme kriegst mit dem Visum, da du ja wahrscheinlich dann mit einem Touristenvisum im Land bist, kannst du das Land jederzeit verlassen, du kannst in ein Nachbarland gehen und von dort aus wieder online mit deinem Online-Business weitermachen. Das machen sehr, sehr viele Leute. Die einen verdienen auch sehr gutes Geld über das Internet. Und da muss man schon sagen, das ist ein Traumleben, weil da kannst du auch am Strand unter dem Sonnenschirm mit deinem Laptop, Internetverbindung gibt es hier überall und auch sehr gut, kannst du schön dort am Strand mit deinem Laptop arbeiten. Und das ist der Traum von vielen und der wurde auch für viele Wirklichkeit. Und darum, bevor du dir überlegst, irgendeine Stelle hier zu suchen mit Mühe und Not für irgendein Gehalt, das relativ tief ist, dann versuch vielleicht irgendwo im Bereich Internet zu Hause etwas aufzubauen und dann so, wenn es dann läuft und du ein gewisses Grundeinkommen hast, so nach Thailand zu kommen. So, bevor wir zum Ende des Videos kommen, habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Und zwar, wenn du wirklich mit dem Gedanken spielst, nach Thailand auszuwandern und du bist in einem jungen Alter, du warst vielleicht 1-2 Mal hier im Urlaub, es hat dich weggehauen, du bist so von Thailand überzeugt, du willst nur noch hierher, dann versuch doch entweder von zu Hause mal eine Auszeit zu nehmen, ein sogenanntes Sabbatical, also einen Monat oder auch 2, mal nach Thailand zu kommen, hier zu leben und zu schauen, wie alles läuft und funktioniert. Um nachher, vielleicht findest du auch in diesen 2 Monaten Freunde, wo du auch ein gewisses Beziehungsnetz aufbauen kannst, um später einfacher an eine Stelle zu kommen. Über die Auszeit bzw. das Sabbatical werde ich auch bald mal ein Video machen. Also auch da, bleib dran. Und dann gibt es noch eine andere Variante. Eine Variante, die ich auch sehr empfehlen kann und die ich selber machen würde, wenn ich nochmal am Anfang stehe, ist ein Sprachaufenthalt. Wenn du ein Sprachaufenthalt machst, kriegst du ein Einjahresvisum.
Also du kannst ein Jahr in Thailand bleiben. Klar, du brauchst Geld. Aber Thailand ist sehr günstig. Für die Kosten habe ich ein Video gemacht. Das siehst du hier oben. Das sind in dem Pop-up, das jetzt kommt. Und da geht es um die Lebensunterhaltskosten in Thailand. Und wenn du natürlich in Thailand ein Jahr einen Sprachaufenthalt machen kannst, dann hast du einerseits die Sprache, also du wirst sie in einem Jahr nicht so gut lernen, dass du wirklich frei sprechen kannst. Also es ist eine sehr, sehr schwere Sprache, aber es öffnet dir Tür und Tor und du wirst garantiert in einem Jahr sehr viele Leute kennenlernen. Und vor allem Thais. Thais, die auch Business, also wie sagt man, Geschäfte haben und die auch irgendwo arbeiten, die Beziehungen haben. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die beste Option, um dich auf das Auswandern vorzubereiten, beziehungsweise auch dann einen Job zu finden. Also behalte mal im Hinterkopf, wenn du mal eine Auszeit nehmen möchtest, entweder das, 2 Monate, oder dann ein einjähriges Studium, beziehungsweise einen Sprachaufenthalt. Okay, das war's schon von dem Video bzw. den Informationen zum Arbeiten in Thailand. Wenn du noch Fragen hast, schreib's doch unten in die Kommentare. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich sie sehr gerne beantworten. Und dann werde ich auch bald noch ein Video darüber machen, wie du in Thailand erfolgreich ein Business führen oder aufbauen kannst. Und zwar habe ich da auch schon gewisse Erfahrungen gemacht. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran oder abonniere den Kanal. Und dann hoffe ich, dass du eben unten in der Videobeschreibung, wenn du eine Stelle suchst, mal auf diese Links klickst. Dort findest du wirklich alles, was mehr oder weniger zur Verfügung steht. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag und ja, man sieht sich. Tschüss!